Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, ja, schon wieder ein Infovideo, gab erst vor gut einer Woche eins. Das ist richtig. Allerdings hat sich noch mal einiges getan. Und zwar, für diejenigen, die auf Razer Brothers aktiv waren, aktiv Zuschauer waren, die wissen, dass es den Kanal nicht mehr gibt. Also den Kanal, den gibt es schon noch. Ich kann ihn hier kurz zeigen, wenn ihr wollt. Hier gibt es noch, aber hier, ich und Nico sind ausgestiegen. Martin, sei mir nicht böse, Martin, er hat sowieso nie groß was gemacht. Bisschen Watch Dogs, aber ansonsten auch nicht. Marcel hat ab und zu mal ein bisschen Battlefield hochgeladen. Der Crazer ist, denke ich, auch nicht traurig, wenn das da zugeht. Er hat eh keine Zeit, keine Lust, whatever. Genau, also ich bin da ausgestiegen. Allerdings will ich ganz klar weitermachen mit Let's Plays. Deshalb. Back to the Roots, ich fange wieder hier an mit dem Kanal. Wird es weitergehen, ganz normal. Ich hatte ja geplant, erst nur Pokémon zu Let's Playen. Allerdings, ich habe da schon ein bisschen gemerkt, Razer Bros. Ist nicht so mein Ding. Also, die Gründe, wieso ich da rausgegangen bin, erkläre ich im Video. Ich hau euch den Link dazu in der Beschreibung, wenn ich es nicht verpenne. Und ja, also ein Grund war Martin. Sei mir nicht böse, Martin, aber es gab ein paar Verhaltensdingensbummens, die mir nicht so, ja, nicht so ganz koscher waren. Hatte mit Respekt zu tun, hatte, ja, mit Erwachsen werden, Erwachsen sein zu tun. Also Kleinkram, was für mich halt übelst wichtig ist, was für mich in einem Team stimmen muss. Und wir haben. Ich mag Martin immer noch, wir ma werden wahrscheinlich auch irgendwann mal zusammen zur Gamescom fahren. Nico, Marcel kann ich auch noch echt gut leiden. Es sind alles eigentlich letzte Zeit ein bisschen mein Kumpels geworden. Mit Nico komme ich gleich darauf zurück, werde ich auf jeden Fall noch ein Let's Play machen. Mit dem Marcel würde ich auch gerne. Werde ich auf jeden Fall mit ihm nochmal Kontakt aufnehmen. Aber ja. Und ein Grund, dass ich da aufgehört habe, war. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber alleine. Kanal alleine führen ist definitiv einfacher, weil ich habe meine Meinung. Ich beispielsweise werde kein Intro mehr vor die Videos packen. Bei mir gibt es keine Intros mehr, weil ich finde es ein bisschen unnötig. Der Nico beispielsweise, der will unbedingt nie ein Intro und er will jetzt auch eine Endcard machen. Brauche ich nicht unbedingt. Beides wird es bei mir nicht mehr geben. Aber eben, so sind die Geschmäcker verschieden. Ja, alleine kann ich halt einmal mal kurz sagen, yo, das ändere ich, das passt mir nicht mehr raus. Oder das will ich ändern, machen wir so. Kann ich halt mal so alleine entscheiden und geht halt mit 5 Leuten in dem Channel nicht. Genau, das war ein weiteres. Genau. Das werden wir auf jeden Fall so machen. Also zu den Projekten, die es geben wird. Pokémon Mystery Dungeon, ich habe euch vor einer Woche gesagt, es sollte noch was kommen. Ja, ich sag jetzt ab nächster Woche, ab dem 16. geht's los. Ich habe einfach diese Woche keine Zeit und letzte Woche, ich sag ganz offen und ehrlich, ich habe absolut keine Lust, irgendwas zu machen. Ich war einfach zu faul dafür, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Projekte, die ich spielen werde, werden Need for Speed Undercover und Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Momentan. Dann, einigen von euch wird vielleicht noch aufgefallen sein, hier Royal Streets 97%. Der Server soll die Tage online gehen. Gut, hat der liebe Razer schon ein paar Mal gesagt. Sei mir bitte nicht böse. Aber ja. Mal schauen, es soll die Tage online gehen, hat's geheißen. Mal gucken, also sobald er online ist, werde ich auf jeden Fall wieder ein Samt-Let's Play machen. Könnt ihr euch wieder mal drauf freuen. Und ja, dann geht's da auf Royal Streets weiter. Dann, sobald Rockstar Games das Bedürfnis dazu hat, es irgendwie mal rauszubringen, gibt's GTA 5 online mit Nico zusammen am PC. Und dann werde ich nach Mystery Dungeon noch die ganze Pokémon-Reihe durch Let's Playen. Also Pokémon Gelbe Edition für den Game Boy wird es geben, Pokémon Kristalle Edition auch für den Game Boy Color, beide hier. Pokémon Smaragd habe ich zwar auf Razer Brothers schon angefangen, aber ja, werde ich dann halt nochmal neu aufnehmen.
Pokémon Diamant wird es geben. Ist dann da der Nachfolger von Smaragd. Man muss sagen, Chris, also gelbe Edition ist. Es gab eine rote und eine grüne Edition und eine blaue Edition. Die grüne ist, glaube ich, nie offiziell in Europa erschienen. Dafür die blaue. Die gelbe Edition ist eigentlich so wie eine Bonus dazu. Also die Story ist mehr oder weniger die gleiche. Nur die gelbe Edition wurde als Spezialedition für Pikachu gemacht. Da läuft ja halt, ist dann erst Pokémon Pikachu und das läuft ja dann den ganze Karriere hinterher und hat auch Emotionen und so, muss schauen, dass es dich mag und alles. Genau, halt der Anfang. Dann Pokémon Kristall ist mit der zweiten Generation Feurigel, Kanimani, Endivie und so, diesen Start-Pokémon. Nachher kam dann Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Das war ein Revival von Pokémon Rot und Blau, Grün Edition. Das werde ich nicht let's playen, weil es ist eigentlich einfach Pokémon Blau, Grün und Rot mit besserer Grafik. Genau. Deshalb wird es dann direkt zu Smaragd weitergehen. Da ist eine Neuerung dazugekommen. Und Pokémon Diamant. Das ist natürlich nochmal eine andere Edition. Danach werde ich wahrscheinlich dann noch die weiteren Projekte machen, aber mehr will ich erstmal nicht aufschreiben. Genau. Also das sind die Projekte, die so aktuell dann anstehen. Wahrscheinlich werde ich auch noch Cobra 11 let's playen. Aber ja, immer sacht mit den jungen Pferden, ne? Da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, und zwar Druck. Ich habe mir ehrlich gesagt auf Razer Brothers und auch auf diesem Kanal viel zu viel Druck gemacht. Hab mir eben gedacht, ja, musste was bringen, ne? Sonst springen die Leute ab. Und jetzt sage ich mir einfach nur, fuck it. Das ist ein Hobby von mir. Ich mache dann Videos, wenn ich Lust und Zeit dazu habe. Deshalb auch diese Woche keine Videos, weil nächste Woche Dienstag fette Prüfung. Da muss ich lernen dafür. Und ja. Nee, also ich mache wirklich nur Videos, wenn es mir Spaß, wenn ich Spaß und Lust drauf habe. Wenn ich halt mal eine Woche keine Lust habe, dann gibt es halt eine Woche keine Videos. Ganz offen und ehrlich. Und ja. Ich denke, damit müsst ihr euch mehr oder weniger mit abfinden. Ich will das ein bisschen was ändern. Auch am Let's Play-Stil und alles. Genau. Gut, jo, das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Wenn ihr Meinungen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ich freue mich, dass es weitergeht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso. Nico und Marcel werden weiterhin Partner sein. Der Martin, weiß ich nicht, wenn er einen Kanal hat, einen Kanal weiter betreibt, dann wenn wir auch Partner werden, aber also Partnerkanäle sein, aber ansonsten dann halt nicht. Er wird wahrscheinlich schon ab und zu mal dabei sein in so einem Event, in einem Stream oder so, wo wir uns wieder selbst zuschauen können. Ne, wird er wahrscheinlich dabei sein. Genau. Gut, das soll es aber erstmal gewesen sein. Genug gesubbelt und dann würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Manuel, haut rein, bis denn. Au revoir.